Carsten Freak ist Politologe, hat sich als Autor von kirchenkritischen Büchern einen Namen gemacht und sein aktuelles Buch heißt Kirchenrepublik Deutschland, christlicher Lobbyismus, eine Annäherung. Mit ihm will ich über den Einfluss der Kirchen auf die öffentliche Meinung und Gesetze in Deutschland sprechen. Ich grüße Sie. Guten Tag. Finden Sie das problematisch, wenn Kirchenvertreter in den Hörfunkräten haben oder, wie bei der Deutschen Welle als Beispiel, sogar Vorsitzende des Hörfunkrates sind? Wenn ich mir die Entwicklung in der Bevölkerung anschaue, dass wir mittlerweile ein Drittel Kirchenmitglieder haben, katholisch, Drittel Kirchenmitglieder, sogar weniger evangelisch, und eine etwas größere Gruppe von Menschen, die nicht mehr Kirchenmitglieder sind, dann würde ich doch erwarten, dass sich diese Veränderungen auch in diesen Gremien öffentlicher rechtlicher Sender allmählich darstellt. Und auch gerade jetzt bei der Neubesetzung des ZDF-Fernsehrates ist das überhaupt nicht berücksichtigt worden. Da finden sogar die Muslime allmählich eher eine Stimme, weil sie organisiert sind, weil sie ein Potenzial darstellen als die viel, viel mehrfachen Konfessionsfreien in Deutschland. Und das finde ich schon problematisch. Dass die Kirchen dabei sind als Akteure, das ist überhaupt nicht das Problem, auch nicht das Thema. Aber dass die anderen fehlen, das ist, finde ich, das. Aber ich sage jetzt mal, die Zugehörigkeit zu einer Religion ist ja schon noch etwas anderes, als, ich sage jetzt mal, ein Parteibuch der SPD oder der CDU zu haben. Wieso das denn? Ich frage es einfach nur mal so. Naja, weil die Zugehörigkeit zu einer Partei ist ja eine politische Entscheidung oder Ausdruck einer politischen Zugehörigkeit. Aber zumindest die, die sich selbst als Christen im Allgemeinen oder als Muslime sehen, für die ist es ja ein integraler Bestandteil der eigenen Persönlichkeit. Und da frage ich Sie halt, lässt sich das dann trennen immer? Das sehe ich bei einigen Parteileuten, denen ich begegnen bin, genauso. Das sind schon Konservative oder Sozialdemokraten in der dritten Generation. Die sind das mit Eifer und Engagement, und das würde genau alles auf die zutreffen, was sich viele Religiösen sagen. Nein, es ist ja, wenn es auch Bestandteil der Persönlichkeit ist, das ist bei jeder Weltanschauung, auch bei den Nicht-Religiösen, ist es Bestandteil der Persönlichkeit, wie ich Welt organisiere und ordne. Nur wenn ich in einem Medium arbeite, das sich eben nicht nur an religiöse Hörer wendet, wenn es der Evangeliumsrundfunk ist als Beispiel oder Bibel-TV, da sollen die also im Grunde ihre religiösen Bekenntnisse abgeben, wie sie wollen und möchten und rauf und runter, aber nicht in einem öffentlichen rechtlichen Sender. Das Verfassungsgericht hat mal gesagt, der Staat ist die Heimstatt aller Bürger, und diesen Auftrag sehe ich auch für zumindest die öffentlich-rechtlichen Medien. Es sind Sender für alle Bürger, und wenn es dann eine Spezialsendung gibt, wie eben Gottesdienst am Morgen oder Morgenandacht, da ist dann ja auch die religiöse Bekenntnisebene klar auch benannt, so angesprochen. Und da würde ich mich sehr wundern, wenn da was Atheistisches kommen würde. Es gibt ja Journalisten-Ausbildungseinrichtungen, die auch konfessionell gebunden sind. Zum Beispiel das Institut zur Förderung des publizistischen Nachwuchses, das der katholischen Richtung entstammt, oder die evangelische Journalistenschule. Und beides Einrichtungen, die sich über Jahrzehnte auch um die journalistische Landschaft in Deutschland durchaus verdient gemacht haben. Ist das problematisch? Na, würde man sagen, sie haben sich gekümmert. Ob sie sich verdient gemacht haben, das ist wieder eine Frage der Bewertung. Sollen sie? Warum nicht? Mhm. Alle Verbände und deswegen so diese Kirchenrepublik Deutschland, auch die Kirchen als Lobbyorganisationen, schauen, dass sie eben Einfluss auf die öffentliche Meinung bekommen. Und natürlich sind die Kirchen als Lobbyisten, es sind eigentlich wirklich die größten Lobbyisten. Der Leiter des katholischen Büros hat mal in Berlin gesagt, wir sind nicht wie die anderen Lobbyisten, die nur ein Thema haben. Wir haben alles auf dem Schirm. Aber es ist ja die Argumentation der Kirchen. Kurz gefasst, also keine klassischen Interessenvertreter, wie jetzt zum Beispiel die Gewerkschaften, die sich um Arbeitnehmerrechte kümmern. Es geht hier um übergeordnete Interessen, Menschenrechte, nein, Ethik und so weiter. Aber ist das nicht so? Nein, nein. Das ist Lobbyismus. Kirche ist ein großer wirtschaftlicher Akteur in beinahe allen Dienstleistungsbranchen, die wir in Deutschland haben. Von der Wiege bis zur Bahre, christliche Talare. Und das wird auch praktisch mit Unternehmen, mit Reisen und Fernsehsendern und Agenturen und etc. abgedeckt. Und dieser ganze Bereich Wirtschaft, also im Raum der Kirchen als Geldfluss, sind 129 Milliarden Euro pro Jahr. Die deutsche Automobilindustrie hat einen Gesamtumsatz im Inlandsumsatz, also vergleichbare Größe, von 127 Milliarden. Aber bei der Kirche wird das immer irgendwie übersehen, wie stark das praktisch wirtschaftliche Akteure sind. Eine der Kernthesen in Ihrem Buch, so verstehe ich das, ist es, dass Kirchenlobbyisten besondere Lobbyisten sind, die sich sozusagen, die anders als zum Beispiel Gewerkschaften oder Wirtschaftsverbände, sozusagen eben den normalen geltenden Lobbyregeln nicht folgen müssen. Das auch so. Ja, auch nicht tun. Und auch nicht tun. Es gibt zum Beispiel im Bundestag 40% Mitglieder in Gewerkschaften. Aber es gibt keine Gewerkschaftsfraktion im Bundestag, weil da die Interessen der Gewerkschaften doch sehr, sehr unterschiedlich sind, auch gerade was politische Umsetzung anbelangt. Aber es gibt im Bundestag eine sogenannte Gottesfraktion. Haben wir gerade jetzt am 6. November erlebt, als über die Strafbarkeit der Sterbehilfe abgestimmt wurde.
Und das ist das Faszinierende, dass es eine übergreifende Fraktion gibt über die politischen Felder. Und da werden die Kirchen in einer Form eines Nebenparlaments aktiv und beeinflussen das auch ganz konkret. Das kann man ganz konkret auch belegen. Die Schreiben der Bevollmächtigten, also der Cheflobbyisten und so weiter. Und da werden sie im Grunde aktiv, ohne dass sie dafür politisch ein Mandat haben. Sollte es denn eine Art gesetzliche Regelung für kirchliche Beteiligung am Gesetzgebungsprozess geben? Also so wie es eben für andere Lobbygruppen ja genauso gilt. Ja, sicher. Also für mich sind die Kirchen in Deutschland speziell Wirtschaftsunternehmen mit religiösem Etikett. Und sie sollen genauso wie alle anderen Wirtschaftsunternehmen auch behandelt werden. Aber sie haben, und das ist ein Teil dieser öffentlichen Wahrnehmung, erfolgreich bisher verhindert, dass sie im Lobbyregister sich eintragen müssen. Mir hat dann mal der pensionierte leitende Jurist des katholischen Büros gesagt, natürlich gucken wir, was im Bauministerium passiert. Wir haben immerhin 87.000 Immobilien außerhalb der Kirchen. Natürlich gucken wir, was im Landwirtschaftsministerium passiert. Wir beide Kirchen haben zusammen 830.000 Hektar in Deutschland. Wir sind nach dem Staat der größte Grundbesitzer. Und diese ganzen materiellen Interessen, die werden normalerweise so überhaupt nicht wahrgenommen.